Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Ein kurzes Video oder ein kurzes Update zum Riesenkohlrabi-Superschmelz, denn ich musste ihn noternten. Erdgeflüster. Im Video Blühender Gemüsegarten im Hochsommer habe ich euch ja den Riesenkohlrabi-Superschmelz gezeigt, wie er bis zu dem Zeitpunkt gewachsen ist, und er war so vielversprechend, aber dann Mitte August habe ich gesehen, dass er auf der Unterseite eine faulige Stelle hat, und ja, eine Woche später habe ich mir gedacht, ich muss ihn ernten, denn ich möchte ja auch was haben von der Ernte, bevor er wirklich ganz faul wird. Und ich muss euch sagen, es war bis dahin schon, bis Mitte August oder die letzte Augustwoche, vor ein paar Tagen, schon eine Rekordernte. Er hatte 9,8 Kilo und die Blätter zusätzlich noch einmal 2,5 Kilo. Ein Wahnsinn. Der wäre noch weitergewachsen bis Mitte Oktober hinein. Also das wäre echt eine Rekordernte gewesen. Aber schade drum. Wir haben ihn dann aufgeschnitten und schaut einmal, er ist durch und durch butterzart. Er ist wirklich köstlich gewesen. Ja, schade, schade, schade. Denn so ein Riesenkohlrabi kann man eigentlich über den ganzen Winter lagern, denn die Schnittstelle, die trocknet immer wieder ein, und so kann ich immer vom Kohlrabi ernten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.